Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen, Janus Wien von Geek Talk hier. Es ist der 4. Jänner, Mittwoch, und ich habe einige News von der CES für euch heute. Es sind über 10 an der Zahl, dementsprechend verschwende ich jetzt gar nicht viel Zeit mit der Einleitung, worum es gehen wird heute. Eben, es geht größtenteils um CES-News und ich springe gleich mitten hinein in die Themen. Intel hat endlich seinen neuen Prozessor vorgestellt, den großen Prozessor aus der Kaby Lake-Reihe quasi. Wirklich große Überraschungen dabei gibt es nicht, außer eben, dass er endlich verfügbar ist. Es wurde ja gemunkelt, dass dieser Prozessor, der eben bisher nicht verfügbar war, daran schuld ist, dass zum Beispiel Apple keine stärkeren MacBook-Modelle bzw. Mac-Modelle präsentieren konnte. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, der neue Prozessor der Kaby Lake-Reihe wird verfügbar sein. Wie zu erwarten war, er ist natürlich wesentlich stärker als sein Vorgänger. Auf wirkliche Tests können wir aber erst bauen, wenn dann die ersten Prozessoren dieser Reihe auch verbaut wurden. Aber eben endlich der Kaby Lake der großen Reihe, jetzt auch verfügbar von Intel. Wir kommen zu Lenovo. Die sind auf der CES sehr, sehr umtriebig und haben einige neue Produkte vorgestellt. Vorne vorweg ein für mich sehr spannendes Produkt, der Lenovo Smart Assistant. Im Endeffekt ist das, ja, Amazons Alexa, weil der Sprachdienst, der drinnen zum Einsatz kommt, ist Alexa. In der normalen Version, ja, gleicht eigentlich dem großen Alexa-Modell ziemlich normal, also dem Echo-Modell, hat keine großartigen Überraschungen drinnen. Es gibt aber auch eine Sonderversion von Harman Kardon, die damit besseren Boxen daherkommt. Und im Endeffekt den Hauptkritikpunkt von Amazons Echo, nämlich dass die Boxen nicht so besonders toll sind, dementsprechend aushebeln sollen. Die Jungs von Lenovo waren auch sonst sehr umtriebig, haben auch einige neue Notebooks und Tablets vorgestellt, auch viele aus der ThinkPad-Reihe. Da keine großartigen Überraschungen dabei, konsequente Weiterentwicklungen, die Preise sind allerdings sehr interessant. Ja, außerdem hat Lenovo eine neue Spielereihe, die heißt Legion, also Legion auf Deutsch, die, ja, im Endeffekt Gamer-Notebooks, auch keine großartigen Überraschungen dabei. Leistungsmäßig alles, was man sich von einem Spiele-Notebook erwartet, auch optisch, sage ich jetzt mal fast typisch, die Tastatur ist rot beleuchtet. Das ist ja so fast das Markenzeichen von Gaming-Notebooks heutzutage. Ja, trotz allem, lauter spannende Modelle, auch Lenovo jetzt mit Spiele-Notebooks vertreten, ist sie vielleicht ganz gut für den sonst eher engeren Markt. Ebenfalls Richtung Spiele gehend hat Lenovo einen Prototypen von einer VR-Brille vorgestellt. Im Endeffekt kann man sagen, es ist quasi die zweite Generation dieser Brillen und soll sich ein bisschen von der Oculus Rift und von der HTC Vive absetzen. Was spannend an dem Modell ist, dass sie nur 350 Gramm wiegen soll, also 200 Gramm leichter ist als die Konkurrenten im Endeffekt. Und vor allem, dass sie nur so zwischen 300 und 400 Dollar kosten soll, was natürlich wesentlich weniger ist als die anderen Modelle und schon eher in der Preisklasse der PlayStation VR ist. Auch Acer war umtriebig und hat einige neue Produkte vorgestellt, unter anderem ein weiteres sehr, sehr, sehr überraschendes Spiele-Notebook oder sehr überraschend, sehr imposantes Spiele-Notebook. Die haben ja schon auf der IFA ein sehr großes Modell vorgestellt, jetzt gibt es quasi ein noch größeres Modell. Der Predator 21X soll ein 21 Zoll Spiele-Notebook werden, beginnt bei 9000 Dollar, dementsprechend kein Schnäppchen. Drinnen ist aber, ja, die Leistung, die verbaut ist, ist wirklich irre. Ein mechanisches Keyboard, das jetzt nicht wirklich mal ein Leistungsteil ist. Ein übertaktbarer Core i7 ist drinnen, 64 GB RAM, 2 NVIDIA GeForce GTX 1080, ein Eye-Tracking-System von der Firma Tobii, dementsprechend, ja, jede Menge Leistung an Bord. Ja, wer das wirklich kaufen soll, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall ein riesengroßes neues Spiele-Notebook von Acer, meiner Meinung nach aber eher eine Designstudie als ein wirklich kaufbares Produkt. Stichwort Eye-Tracking von Tobii, Acer hat auch neue Monitore vorgestellt, die auch alle dieses Eye-Tracking-System enthalten werden, zusätzlich eben auch aus der Predator-Reihe, vor allem auf Spielen ausgelegt, das heißt, sie unterstützen die G-Sync-Funktion von Nvidia zum Beispiel, sollen besonders schnelle Bildwiederholraten bieten. Preislich, ja, relativ in Ordnung, beginnt bei 550 Dollar für das 27 Zoll Modell. Das einzige, meiner Meinung nach, ein kleines Manko, die Auflösung ist jetzt nicht so besonders hoch, zum Beispiel gibt es die Monitore nicht in 4K, durchaus ja auch ein Ding für Gamer, dass man vielleicht in 4K entsprechend spielen möchte, bieten ja auch die aktuellen Konsolen sogar mittlerweile an, dementsprechend wären auch Monitore in diese Richtung nicht so unpraktisch, meiner Meinung nach. Auch ein Thema auf der CES, ein sehr großes, dürften Chromebooks sein. Acer hat ein neues vorgestellt. Das ist nicht großartig überraschend, ist, dass wir irgendwo bei 299 Euro beginnen, also wie alle Chromebooks sehr günstig. Ansonsten Ausrüstung eher Standard. Das Einzige, was besonders daran ist, ist, dass es nach Militärstandard gebaut ist, dass es dementsprechend besonders stabil sein soll. Stichwort Chromebooks, auch von Asus gab es eine Neuvorstellung, die wird bei 500 Dollar ungefähr liegen.
Das ist natürlich wieder eher teuer für ein Chromebook. Auf der anderen Seite gibt es dafür aber sehr, ja, sagen wir mal, moderne Technik, beziehungsweise vor allem zukunftsweisende Technik auf der anderen Seite. Zum Einsatz kommt ein Intel Core M3 Rechner, das ist doch ein eher stärkerer, 128 GB Speicherplatz, für Chromebooks eher unüblich, und es setzt auf USB-C-Anschlüsse und ist komplett aus Aluminium gefertigt. Sieht also sehr schick aus, im Endeffekt sieht es fast so ein bisschen aus wie ein MacBook, ohne da jetzt den Designkauf vorwerfen zu wollen, weil was will man an allen Notebooks großartig anders bauen. Aber ja, relativ moderne Technik drinnen, da ist der Preis für $499 dann aus meiner Sicht wieder okay. Wir gehen weg von der Elektronik, oder von der Consumer-Elektronik im Sinne von Notebooks und derer Dingen, und gehen zu neuen Produkten der Firma Samsung. Samsung hatte bereits letztes Jahr auf der CES sehr, sehr viele neue Kühlschränke vorgestellt. Auch heuer ist es wieder so, die haben ganze 10 neue Kühlschränke vorgestellt, von 2, 3, 4-torigen Kühlschränken, die alle auf das eigene Smart Betriebssystem FridgeOS setzen, den Family Hub 2.0 integrieren, da gibt es sogar Kühlschränke mit 21,5 Zoll LED Touchscreen. Wahnsinn. Bin gespannt, ob es die Produkte tatsächlich in den Handel schaffen. Das war bei den alten Kühlschränken meiner Meinung nach nicht immer der Fall. Und vor allem, was die denn dann kosten mögen. Wir gehen weg von Hardware ein bisschen hin zum Thema Software. Da geht es vor allem Richtung smarte Autos und den, ja, Straßenverkehr der Zukunft. Microsoft hat bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit der Firma NXP Autos intelligent machen wollen und da neue Dienste integrieren wollen. Im Endeffekt wollen sie mit vielen, vielen, vielen anderen Firmen zusammenarbeiten, unter anderem auch mit Versicherungen. Und man wird da eine Allianz bilden, die das ganze Thema auf den Weg bringen soll. Noch eine kleine News aus ähnlichem Hause. Intel steigt jetzt beim Kartendienst hier ein. Bereits im Juli 2016 gab es ja die Info, dass BMW, Mobileye und Intel hier gemeinsam smarte Autos bauen wollen und auf die Straße bringen wollen. Jetzt steigt Intel selbst wieder in dieses Thema ein, mehr oder minder, und investiert in den Kartendienst. Möchte im Endeffekt Software liefern und Daten liefern, um so moderne Autos, ja, besser straßentauglich zu machen und hier mehr maschinelles Lernen und Augmented Reality in dieses Thema wieder hineinzubringen. Noch im ersten Quartal 2017 sollen die ersten Infos zur Zusammenarbeit folgen. Ja, das war's von der CES vom heutigen Tag. Sonst gab es kaum spannende Tech-News. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder, wahrscheinlich auch mit einigen News zu CES. Wenn euch das ganze Thema mehr interessiert, könnt ihr auch beim Geek Talk in der aktuellen Folge vorbeihören. Wir werden dort auch ganz, ganz sicher einiges zu CES besprechen. Also in dem Sinne, einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.